Lifetime in repeat. Jo hey, jo hey, jo hey, jo hey, jo hey. Wir haben schon wieder den Frontline-Modus. Ich sollte mir das abgewöhnen, eventuell beide Modis bei der Suche aktiviert zu lassen. Eventuell sollte ich diesen Modus mal wieder rausschmeißen, weil... Komm schon, viermal jetzt. Okay, ich glaube den anderen Modus... Okay, wisst ihr was, wir lassen diesen Modi jetzt einfach drin, weil... Die anderen, den klassischen Modi, habe ich auch... Etwas oft gemacht. Ja, etwas. So, wohin jumpen wir denn? Ach egal, wir jumpen nirgendwo hin, wir ballern einfach. Wir gehen dorthin und dann wird einfach geschaut. Ja. Mit unserem arschlangsamen Schiff braucht es eh eine halbe Stunde, bis wir dort angekommen sind. Und dann ist es egal. So, da hinten ist eine Pionier, die sich da auf dem Weg zu dem Punkt macht, auf den wir uns auch zu bewegen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Na komm, schütten wir immer meine Destroyer-Bombe auf den Hals. Kann ich eh nicht schaden. Was? Kein einziger Schadenspunkt. Ernsthaft? Okay. So. Und schwuppsiwupps sind wir wieder im Geschäft. Alter, frisst du denn? Alter! Ist das normal, dass du so... Ah, okay, wir haben Feuerunterstützung von irgendwo erhalten. Und eine Kolossus! Der alte Kampf geht wieder aufs Neue los. Kolossus gegen Destroyer. Wer gewinnt? Natürlich Kolossus. Weil ich bin der Typ, der in der Destroyer sitzt. Insofern... Ich habe gehört, dass du auch in der Lage seist, drauf zu gehen. Also, geh mal drauf. Oh, fuck. Nett. So, Rudolf hat natürlich mal wieder seinen Spaß. Der labert mal wieder irgendeinen Bullshit vor sich hin. Dann kommen die Raketen, können wir noch dem hinterher senden. Nicht wahr? Die kann ich dir noch hinterher liefern. So, dann machen wir einfach wieder Attack. Weil, wie immer, geht nichts über die Feuerkraft. Alter. Pionier, eine Kolossus, eine Enforcer. Okay, das ist eigentlich schon ganz cool, wenn sich drei Schiffe, wenn es drei Schiffe braucht, um nicht Platz zu machen. Kann man schon sagen, jo, gelaufen. Das habe ich sowas dann falsch geschrieben, das ist mir auch egal. Mach sie mal an, da hinten haben wir die Kolossus. Das ändert natürlich jetzt alles. Wenn da die Kolossus ist, mit der befassen wir uns natürlich. Ja, ja, dass sie eine Base catchen, habe ich schon gemerkt. Warum glaubst du, kümmere ich mich gerade darum? Alter, einfach mal so auf die Stelle 10.000, 12.000. Sag mal. Das ist aber nicht normal. Das ist nicht normal, dass ich so viel Schaden drücke. Die Pionier vollpumpen mit allem möglichen Kram, den wir hier so zu finden haben. Irgendwas werden die schon hier vollpumpen können. Alter. Ich glaube, wir sind gleich wieder drauf. Yay, weil die ganzen Gegner da auf uns gehen. Okay, das ist aber... Wie schnell haben wir eigentlich die Kolossus platt gemacht? Das war ja schon echt abnormal. Wir haben binnen kürzesten Zeitraum einfach mal 15.000 Schaden gemacht. Was bist du für ein lustiges Schiff? Sehr lustiger Zeitgenosse. Achso, Angriffskraft. Immer die Angriffskraft, meine Freunde. Merkt euch, wenn ihr was levelt, immer Angriffskraft. So.
Da kriegen wir eine schöne Salve reingedrückt. Nett. Könnte ich heulen. Und da haben wir wieder... Na, wir haben hier... Wen haben wir denn hier? Wir haben die Kolossus. Oh Gott, die tut mir jetzt schon leid. Dem, was wir gleich mit der anrichten werden. So. Okay, wir dealen der jetzt aber diesmal nicht so viel Damage, ne? Muss ich nur gestehen. Oh ja, ist auch tot. Und es kommt noch drauf an, ob sie tot sind. So, so muss das gehen. Seht ihr? Zack! Jetzt haben wir Unterstützung von einem Scharfschützen, aber das tut mich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung, wo der hin ist. So, immerhin, die nehmen da hinten, Alter, wir schicken noch der Enforcer ein paar Abschiedsbriefe. Der Enforcer, lassen wir noch was da. So. Oh, guck mal, wen wir da wieder haben. Wir haben die Kolossus. Oh, tut mir leid. Das ist echt schon traurig. Aber es tut mir so leid. Nein. Ja, toll. Okay, aber immerhin, sie haben etwas Schaden gedealt. So. Können wir der Kolossus wieder ein bisschen Schaden drücken. So auf die Schnelle. Nein. Ist ja jetzt auch kein Weltuntergang, ne? Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen so Schaden drücken. Hier, nochmal ein paar Raketen hinterher. Kein Problem. Na komm, geht drauf. Na komm. Endlich. Ich dachte schon, du gehst gar nicht ups. So. Und capturen wir oder capturen wir nicht? Wir capturen nicht. Scheiße. Weil mal wieder zu viele Leute drin sind. Und eventuell sollten wir mal die Punkte da von uns einnehmen. So. Alter, noch 6. Ohne Scheiß. Uns fehlen nur noch 14%, 24% und die kriegen wir nicht zusammen. Traurig. Ich glaube, wir gehen gleich mal zu unserer Base. Dann wird da ein bisschen verteidigt, ja? Können die da in Ruhe attackieren und wir verteidigen? So, aber sieht doch ganz gut aus. Also natürlich bis darauf, dass die Gegner da bei uns sind. Aber hey, wir haben das jetzt hier eingenommen. Okay. Why not? GG, ja. So, und da bin ich aus Versehen ans Mikrofon drangekommen. Schöne Scheiße. Eigentlich ganz nett. Auch wenn wir... Okay, wir waren Zweiter. Das ist gar nicht mal so scheiße. Insofern, ciao, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.